Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne unsere St. Lamberti-Orgel vorstellen. Ich bin Tomasz Adam Nowak, Organist hier in der Lamberti-Kirche und Professor für Orgel an der Hochschule für Musik Detmold. Die Orgel, die Sie jetzt gerade sehen, im Hintergrund, ist ein großes Instrument, gebaut, konstruiert im Jahre 1989 von der Firma Schuke aus Berlin. Wir hatten mehrere Firmen, die sich beworben haben. Es gab einen kleinen Wettbewerb und wir haben andere Firmen auch gefragt. Damals, also ich war noch nicht hier, aber es wurden drei Firmen in Engewald gezogen. Die Firma Schuke, noch eine Firma aus Dänemark und eine Firma aus Österreich. Und Schuke hat den Zuschlag bekommen, weil Schuke hat gesagt, ich hänge die Orgel auf. Schuke hat die Idee gehabt, dass die Orgel nicht auf einer Orgelbühne, hier gibt es natürlich keine Orgelbühne, es gab die im 18., im 14., 15., 16. Jahrhundert. Danach aber, nach dem Umbau der Kirche, hat man dieses große Fenster gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann gab es auch keine Orgelbühne. Und Schuke sagte, ich brauche keine Orgelbühne, ich kann die Orgel aufhängen. Und zusammen mit einer Stahlbaufirma Strabag wurde jetzt ein statisches Projekt untersucht und entworfen, eine Stahlbrücke, die hängt von Seitenemporen, und erst hat man diese Brücke hergerichtet und danach eben die Orgel, die dann insgesamt mit der Stahlbrücke 28 Tonnen wiegt, also beachtliches Gewicht, und auf diese Brücke hat man die große Orgel hergestellt. Wir sind gerade jetzt oben angekommen an dem Cockpit des Organisten. Ne? Das ist ein großer Spieltisch der Orgel, von dem man steuert, einfach welche Familiengruppen, Pfeifengruppen zum Klingen gebracht werden. Das macht man mit der Tastatur. Der Organist hat, anders als ein Pianist, vier Tastaturen, hat auch fünf bei großen Orgeln und sechs. Und die größte Orgel hat sogar sieben. Aber das ist ganz selten. Also vier Manuale, die heißen Manuale, ist schon eine Seltenheit. Das ist wirklich bei großen Orgeln, und dieses Instrument gehört zu den großen Orgeln, hat 55 Register, das sind die große Orgel. Und die mit den Manualen steuert der Organist natürlich die Töne. Er hat auch eine Tastatur für Pedal, um ein Pedal zu spielen. Das ist genau so wie die Tastatur oben, nur mit viel größeren Tasten, weil auf den Manualen spielt man mit dem Finger und auf der Pedaltastatur spielt man mit den Spitzen und mit dem Absatz, mit den beiden Beinen. Und alles gleichzeitig, das ist am Anfang eine große Umstellung überhaupt, diese Unabhängigkeit der Glieder zu erwerben. Denn nicht jeder Pianist kann sich gleich an die Orgel setzen und gleich spielen. Er muss schon diese Unabhängigkeit erlangen. Dann haben wir hier an beiden Seiten die Registergruppen. Das sind Registerzüge, sogenannte Registerzüge, die mechanisch oder elektrisch mit den Pfeifengruppen verbunden sind. Wenn ich ein Register ziehe, dann lasse ich einfach die Luft zu bestimmter Pfeifengruppe fließen, und dann erklingt nur diese Pfeifengruppe. Das heißt, wenn ich kein Register gezogen habe und nur die Tasten halte, erklingt noch kein Ton. Ich muss ein Registerflöte zum Beispiel ziehen oder Rohrflöte, damit ich den Ton bekomme. Und so ist das mit den anderen Registern. Die Orgel hat verschiedene, die Orgel versucht, ein symphonisches Orchester, überhaupt ein musikalisches Orchester und Ensemble nachzuahmen. Deshalb gibt es Pfeifengruppen, die Flöten heißen, die Oboen heißen, die Fagotte, die Posaune, Trompeten heißen. Alles ist hier auf dem Schildchen sichtbar. Trompete 8 Fuß oder Oboe zum Beispiel hier. Eine Trompete heißt das, oder Oboe, das ist zum Beispiel ein Krummhorn, Dulcian, Blockflöte zum Beispiel, ist so ein Beispiel.
Wir sind jetzt an der kleinen Orgel von Lamberti Kirche. Die kleine Orgel ist natürlich, wie man sieht, auch viel kompakter und viel kleiner. Sie wiegt nicht 28 Tonnen, sondern vielleicht 50 Kilo oder noch mehr. Diese Orgel haben wir gebaut, damit wir den Chor begleiten können. Wir können diese Orgel umstellen. Also ist zwar Orgel, aber doch wie ein kleines Möbelstück in der Kirche verstellbar. Und ich halte jetzt in der Hand eine Holzpfeife der Orgel. Das Prinzip der Klangerzeugung sieht so aus, dass hier durch das Loch von unten, ja, das Loch ist ein bisschen gestopft, damit nicht zu viel Luft reinkommt, aber durch die kleinen Spalten kommt doch ein bisschen Luft rein, kommt die Luft in so eine kleine Kammer und versucht durch eine kleine Öffnung, sogenannte Spalte, rauszukommen und spaltet sich in zwei Ströme. Ein Strom draußen durch den Strom, die drinnen bleibt. Und der Strom, der drinnen bleibt, das sind Luftschwingungen, die entscheiden, welchen Ton gibt die Pfeife. Dieser Luftstrom spaltet sich an der sogenannten Lippe. Das ist so wie Mund, also man bezeichnet auch diese Öffnung der Pfeife Mund und das ist die Lippe. Jetzt mache ich einen Ton. Ja, das ist ein sehr weicher Ton. Die Pfeife heißt eben Flöte. Es ist eine Flötenpfeife. Sie ist oben auch gedeckt. Das ist sogenannte gedeckte Flöte. Sie hat so einen Spund und hier so einen Deckel. Und wir können die Pfeife stimmen, indem wir das rausschieben und die Pfeife länger machen oder reinschieben und dann ist die Pfeife kürzer. Je kürzer der Pfeife, desto höherer Ton, desto schneller schwingt die Luft und je längere Pfeife, desto langsamer schwingt die Luft und der Ton wird dann tiefer. Ich stelle jetzt die Pfeife zurück an den richtigen Platz. Wir können auch sehen hier Metallpfeifen, das sind die Pfeifen, die man auch im Prospekt sieht. Diese Pfeifen sind so mit kleinen Röhrchen, so halb gedeckt nennt man. Das ist zum Beispiel ganz offene Pfeife. Das ist auch eine offene Pfeife. Das Material ist eine Legierung aus der Zinn und Blei. Wir können natürlich diesen Pfeifen die Luft erlauben. Wir können sie füttern mit der Luft, das von unten kommt, indem wir die Taste drücken. Aber bevor die Luft in die Pfeife kommt von unten durch dieses kleine Röhrchen, können wir trotzdem durch einen kleinen Schieber diese Luftzufuhr drosseln und schließen. Und dieser Schieber ist es hier. Es ist verbunden mit einem Registerzug. Das kann man hier sehen. Wir bewegen das und dadurch schieben wir diese Schieber drin. Das kann man leider hier nicht sehen. Und entweder öffnen wir die Luftzufuhr oder schließen wir die Luftzufuhr. So können wir dann verschiedene Pfeifengruppen, also zum Beispiel Flöten, zum Klang bringen. Wir haben keine Luft. Ich muss erstmal die Luft einschalten. Das heißt ein elektrisches Motor, damit die Luft hier in diesen kleinen Balk kommt und wartet, bis man diese Luft eben durch die Kanäle vorbei an dieser geöffnete oder geschlossene Register in die Pfeife rein. Und dann kommt natürlich noch die zweites Mechanismus, das ist die Taste. Die Tasten werden verbunden mit so kleinen sogenannten abstrakten, also Holzstäbchen verbunden. Also ich kann es zum Beispiel hier die Pedalpfeifen bewegen und dann sieht man das. Man kann, also wie gesagt, im Pedal auch spielen. Man kann Pedal verbinden mit dem Manual. Das ist hier an dieser Orgel zum Beispiel der Fall, dass ich gleichzeitig Pedal spiele und gleichzeitig bewegt sich die Taste. Und gleiches System verbindet nachher die Taste mit dem Ventil, mit dem ich eben die Pfeife zum Klingen bringe.
wie gesagt, ich kann aber durch diese Schiebeeinrichtung gewisse Gruppen der Pfeifen im Spiel setzen oder vom Spiel abschalten. Und also ich kann mit einer Flöte spielen oder ich kann mit ganz kleiner Flöte spielen, dann oder, das werden wir gleich erklären, wir können natürlich auch die sogenannte Zungenpfeifen, die ganz sonderbaren Klang haben, im Spiel bringen. Der Orgel. Diese Pfeifen zum Beispiel, diese ganz kleinen Pfeifen heißen Tromboncini, das heißt die kleine Trompetchen, kommt aus italienischer Sprache. Und das Prinzip von dieser Pfeife ist, dass man von unten die Luft kommen lässt. Die Luft versucht in diese kleine Spalte zu dringen zwischen die sogenannte Zunge, die aus Messing, aus Metall, aus Messing ist, und die Kehle hier reinzudringen in die Pfeife, so wie auch diese sogenannte Holzpfeife, labiale Pfeifen, diese Lippenpfeifen, die ist es genauso hier, auch die Luft wird gespaltet auf zwei Strömen, der eine Strom bleibt in der Pfeife und kommt hier durch das kleine Öffnung raus und der andere Teil bleibt hier auf der anderen Seite, muss aber trotzdem rauskommen. Also und der Klang natürlich ist ganz besonders, weil es erinnert an zum Beispiel an alten Instrumenten oder an ein Fagott oder auch an eine Trompete, so wie man es hier hören kann. Wir haben ganz große Pfeifen, also die ganz großen Pfeifen werden wir an der großen Schuppenorgel sehen. Jetzt die Pfeifen, die sogenannten Prospekt im Front stehen, die klingen so. Das sind die großen Pfeifen. Ja, das ist zum Beispiel die Lippe von dieser mittleren Pfeife. Es ist eine offene Metallpfeife und wie gesagt, wenn ich hier den Luftstrom breche oder hindere, dann kommt natürlich kein Ton. Und es gibt ganz kleine Pfeifen, die man hier nicht sieht, die man aber hier im Hintergrund sieht zum Beispiel. Oder hier hinter den großen Brüdern sind kleine Kinder, die ganz kleinen Pfeifen. Und die, weil sie so klein sind, klingen sie natürlich sehr, sehr mickrig, sehr hoch. Und natürlich der Reiz ist, wenn man die Eltern und die Kinder zusammen verbindet zu einer Gesamtfamilie und alle zusammen erklingen lässt. Also zum Beispiel die ganz großen, die Holzpfeifen. Metallpfeifen, die hier im Prospekt stehen, die mittleren und den Glanz dazu gibt mit diesen ganz kleinen Pfeifen. Ja, wir sind jetzt drin in der großen Orgel, nämlich auf der dritten Etage der großen Orgel. Diese Orgel, kann man sagen, ist auf vier verschiedenen Etagen gebaut. Ganz unten sind die Pfeifen für das erste Manual, für die erste Tastatur. Dann ein Stück höher sind die Pfeifen für Pedal, für die Pedaltastatur. Jetzt die dritte Etage, das ist die zweite Tastatur, das ist das sogenannte Hauptwerk. Das sind die wichtigsten, die lautesten Pfeifen, die wir hier sehen, also die Trompeten zum Beispiel. Und verschiedene andere Register. Ihr seht auch große Unterschiede, große, kleine Pfeifen, gedeckt, halb gedeckt, offen, mit so trompetenartiger und zylindrisch, also ganz verschiedene Familien. Und ganz über uns, auf der vierten Etage, befindet sich noch die ganze
Reihe der Pfeifen, der dritte Tastatur. Diese Pfeifen sind in einem Kasten geschlossen und die Tür kann ich auf- und zumachen und dadurch ein bisschen den Klang noch modulieren und ganz von ferne klingen lassen oder von nah. Ja, wir waren gerade an der kleinen Orgel und haben ganz kleine Pfeifen gehört, die man nicht sehen kann. Auch hier in dieser Orgel sind sogar noch kleinere Pfeifen, die man auch nicht sehen kann, weil sie versteckt sind hinter den großen Brüdern und Schwestern. Und diese Pfeifen klingen so. Sie geben Glanz. Und im Kontrast werde ich jetzt die größten Pfeifen der Orgel spielen, die hier sich im Prospekt befinden. Sie klingen so. Also das ist schon die Höhe von 6, 5, 4, 6 Meter und das ist schon eine sehr große Luftsäule, die dann entsteht, wenn ich einen Pedalton, eine Pedaltaste drücke, dann schwimmt die Luft und bewegt sich viel langsamer, weil das natürlich viel größere Masse ist und deshalb ist der Ton so tief. Wir haben natürlich auch hier in dieser Orgel Flöten, Blockflöte, wir haben zum Beispiel eine Boe, und wir haben natürlich Trompeten, wir haben andere Trompeten, die in dem sogenannten Schwellkasten geschlossen sind und deshalb klingen sie mit diesem Pedal. Kann ich die Türen auf und zu machen und dadurch den Klang entweder sehr nah machen oder ganz ferne. So kann man verschiedene Effekte, Echo-Effekte. Dafür braucht der Organist so viele Manuale, damit er ohne groß zu Register zu ändern muss, diese kontrastierende Effekte machen kann. Und über uns befinden sich auch eine trompetenartige Familie. Das sind die Trompeten, horizontale Trompeten, die aus der Orgel stecken. Die heißen auch spanische Trompeten, weil sie in Spanien zuerst im 17. Jahrhundert erfunden wurden. In Spanien stehen die Orgel manchmal sehr, sehr schmal an beiden Seiten des Altars und da gibt es auch keinen Platz. Alle Pfeifen so normal unterbringen, deshalb stecken sie da raus. Der Klang ist natürlich sehr mächtig. Dann haben wir natürlich auch sehr ätherische Farben, sogenannte himmlische Farbe, die auch in diesem Schwellkasten geschlossen ist. Und wir haben natürlich sehr bedrohliche Farben im Pedal, die fast schon wie ein Presslufthammer klingen. Sind alleine nicht schön, aber wenn man volle Orgel mit dieser Farbe noch fundiert, das kann man merken, der Unterschied ist schon sehr groß. So können wir an der Orgel immer so verschiedene Effekte, ein Orchester nachahmen. Jetzt werde ich vielleicht ein kurzes Stück spielen, wo ich versuche, von der leisesten Farbe bis zu volle Orgel kommen und dadurch sogenanntes Crescendo-Effekt, also immer lauter werden, bis zu volle Orgel, wo alle möglichen Pfeifen ins Spiel gebracht werden. Ich werde dazwischen verschiedene Registergruppen ziehen und dann kann man hören, wie sich der Klang ändert.
war fast die lauteste Farbe. Man sitzt hier vielleicht ungeschützt unter den spanischen Trompeten und manchmal kann das schon sehr laut sein für den spielenden Organisten. Für die Leute aber in der Kirche ist es anders, weil man muss immer dran denken, dass die Akustik, dass es ein sehr großer Raum ist, der von diesem Spieltisch angestrahlt wird mit dem Klang. Und natürlich, um diesen Raum zu füllen, braucht man bei manchen Gelegenheiten, festlichen Gottesdiensten, Trauungen und anderen Angelegenheiten schon eine große Masse. Dafür ist die Orgel gedacht, deshalb eben diese ganz leise Töne, ganz ätherische Töne und diese mächtige Töne, die den ganzen großen Raum beschallen können. Die Orgel hat immer versucht, wie ich gesagt habe, das Orchester nachzuahmen und die Leute, den Zuhörer überraschen. In der Zeit, wo es noch kein YouTube gab und keine Aufnahmen und keine CD-Aufnahmen und keine MP3 und sowas, war die Orgel zum Beispiel ein Instrument, das die Leute fasziniert hat, weil sie gehört haben Live-Musik in der Kirche. Und die Orgel hat versucht, da immer ein bisschen zu überraschen. Man hat in der Orgel zum Beispiel verschiedene Effekte gebaut, die nicht nur Pfeifenklang erzeugen, sondern zum Beispiel klang eine kleine Glockengruppe. Und man hat sogar in der Orgel bewegliche Figuren in dem Prospekt gebaut, die sich bewegt haben dabei oder die Sterne, die sich gedreht haben. Hier gibt es auch so was, man sieht die nur nicht so gut, aber oben in den oberen Teil links und rechts im Orgelprospekt sind zwei Sterne, die sich drehen. Wenn ich dieses Register, sogenanntes Zimbelstern, ziehe, man kann auch in der Orgel sehen, wie sich das bewegt. Das sind so kleine Schallenglocken, die sich dazu erklingen und natürlich entsprechende Musik dazu spielen. Und wir haben noch eine sehr spannende Geschichte, nämlich in dem vorderen Teil, in dem Altarteil, befinden sich die Glocken, sogenannte Röhrenglocken, die Klang der richtigen Glocken nachahmen. Sie sind elektrisch verbunden hier mit dem Spieltisch, so dass der Organist zum Beispiel so Glockentöne daraus erklingen lässt.